Zurück in die Dungeons, meine Damen und Herren. Es geht wieder los mit der vierten Let's Play Party. Und ja, wir sind immer noch der grunzige Barbarenklops hier. Und wir haben immer noch einen Punkt extra Glück, das ist ja schön. Immer noch ohne Hund, immer noch kerngesund. Und jetzt gucken wir uns weiter um. Wir hatten dieses Dungeon Level hier noch nicht ganz ausgeleuchtet. Und bevor wir das nächste gehen, machen wir das natürlich. Ja, hier sind lauter Leichen, alles. Ah, da war gerade eine Augenbinde, sehe ich gerade. Die könnte noch nützlich werden, wenn ich mal Telepathie kriegen würde. Obwohl, habe ich sie vielleicht schon? Habe ich schon Floating Eye gegessen in dieser Partie? Ich weiß es gar nicht. Hab das Let's Play noch nicht angeguckt von gestern. Naja. Oh, was war das? Ein graues Einhorn. Das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Da komm mal her. Komm her, na. Na, jetzt ist es schon wegteleportiert. Ja, das kommt wieder. Und dann werde ich es alle machen. Jawohl. So sieht's nämlich aus. Also wir werden dieses Dungeon Level hier nicht verlassen, bevor wir dieses Einhorn haben. Na? Aha. Ja, komm her. So. Bam. Ratsch. Und tot. Und damit haben wir unser Einhorn mitnehmen. So, wir könnten das Einhorn jetzt auch noch mümmeln, dann kriegen wir vielleicht Giftresistenz, aber die haben wir ja schon. Es ist so wunderbar. Endlich muss ich mir darum keine Sorgen mehr machen am Anfang und ich komme hier nicht durch. Ich fettklopst. Was habe ich eigentlich alles dabei? Ja gut, das ist ja kein Wunder, das ist ja eine Menge. Ich habe sehr viele Schriftrollen dabei, von denen ich gar nicht weiß, was sie sind. Naja, das finden wir noch früh genug raus. Wir können ja in Mindtown mal gucken, welcher davon der Identify Scroll ist. Aber erstmal gucken wir weiter nach unten. Da gibt's ja noch bestimmt ein bisschen mehr. Kerzen! Hey! Mitnehmen! Nützlich! Wichtig! Ich könnte hier jetzt eine anmachen, aber ich habe auch eine Lampe. Die Kerzen will ich nicht verschwenden. Hallo Zwergi! Na, hast du Spaß im Tode? Oh, ein grauer Stein! Ja, nee, die Rüstung habe ich schon an, von wegen... Okay, dann nehmen wir erstmal alles andere mit. Er wird zu döf. So, ja, ich bin ein bisschen schwer, aber es legt es ja alles wieder ab hier, so. Das Schwert braucht man nicht, die Axt braucht man nicht. Und wir brauchen außerdem diese ganze Rüstung nicht, die wir gerade aufgenommen haben, denn wir haben sie ja schon. Das ist ja schön. So, zack, 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 zack. Was ist das für ein grauer Stein? Du erstmal weg hier. Ich kicke ihn mal. Okay, es ist kein Lodestone. Das heißt, wir nehmen ihn auf und rubben. Wieso schreibe ich immer Raub? Rub. Unser Schwert. Scratch Marks. Okay, es ist entweder ein Flintstone oder ein Luckstone. Das hatten wir ja schon mal. Auf welchem Buchstaben war er jetzt? Groß H. Das heißt, Flint oder Luck. Ach, falsches Kommando. Ich wollte ja gar nicht Call machen, sondern Name. So, jetzt aber. Flint oder Luck. Der Unterschied zwischen Name und Call ist, mit Name benennt man nur dieses eine individuelle Objekt, mit Call aber die ganze Klasse. Das heißt, alle grauen Steine wären jetzt mit Flint Luck benannt gewesen. In diesem Fall ist es nur diese eine spezielle Art. Ob es jetzt Flint oder Luck ist, weiß ich halt nicht. Und diese Box ist leer. Wer macht sich eigentlich die Mühe, hier Schatztruhen aufzustellen und dann nichts reinzulegen? Was ich auch neulich hatte, da habe ich einen Quantum Mechanic platt gemacht. Der hat zwei graue Steine. Ach, könnt ihr mich nicht in Ruhe essen lassen? Jedenfalls habe ich eben einen Quantum Mechanic platt gemacht, eine ganz spezielle Monsterart. Und der hatte eine Large Box dabei. Als ich die aufgemacht habe, war da drin eine tote Katze. Tja. So, okay, das sind auch keine Lodestones. Ich lasse mal einen wieder fallen. Das sind offensichtlich die gleichen. Versuchen wir es wieder mit Rubbel. Touchstone! Woo! Touchstone, das ist ja cool. Ja, und damit kann ich jetzt auch sämtliche Edelsteine mitnehmen, denn jetzt weiß ich ja, wie ich sie zu identifizieren habe. Was wollten ihr alle hier, Zwergengetier? Ach, nee, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte gucken, was hier ist. Aber hier ist anscheinend nicht viel. Aber da ist ein Edelstein. Und zwei Orangen. Naja. Gut, also. Rap. I und zwar L. Scratch Marks. Okay, das heißt, er ist wertlos. Ja, groß L. Worthless. Und damit können wir ihn hier lassen. Denn wir werden jetzt alle weiteren als solche erkennen. Also alle weiteren wertlosen grünen Steine. Das heißt, alle grünen Steine, die nicht worthless heißen, sind Edelsteine. Ach, das ist schön. Was ist hier alles? Hm, ja.
Dwarvish Mattock, das könnte ich mitnehmen. Das ist ein Äquivalent zur Spitzhacke. Und ich habe noch keine, ne? Nee, ja, irgendwie nicht. Ja, dann nehme ich ihn doch mit. Ach, und einen Edelstein. Jetzt sehe ich es erst. So. Rub. I. N. Blue Streaks. Okay, das heißt, das ist ein wertvoller Stein. Yeah. So. Keine Ahnung, was für einen, aber er ist auf jeden Fall was wert. Und das heißt, wir werden versuchen, ihn bis zum Spielende zu behalten. Weil dann gibt's extra Punkte. Also. Oh nein! Polymorph-Falle! Und ich bin ein gelber Drache geworden. Hey, das ist gut. Das ist aber nicht gut, weil meine Rüstung jetzt kaputt geht. Ja, So. Aber jetzt werde ich Eier legen. Das kann man nämlich so machen. Sit. Ach, ich bin doch. Ach, Mist. Ja, da müsste ich ein weiblicher Drache sein. Mist. Naja, gut. Schade. Schade, schade. Gut, dann nehmen wir erstmal das ganze Zeug mit, das wir jetzt wieder fallen gelassen haben. ABC. So. Dann vielleicht die Rüstung von dem Zwerg gerade eben. Wo war denn der? Der war weiter oben, oder? Ah, ne. Hier ist auch was. Mithril-Rüstung. Und was ist noch kaputt gegangen? Der Mantel. So. Die wird jetzt vielleicht nicht ganz so gut sein wie unsere alte Rüstung, aber sie wird immerhin wieder eine Rüstung sein. Hehehe. Ist schön, dass ich mehrere Angriffe pro Runde habe. Was kann denn der gelbe Drache nochmal? Der hat auch so einen ganz speziellen Atem. Versuchen wir es nochmal. Monster? Ach, aber da brauche ich mehr Energie. Okay, das ist eine magische Attacke also. Aber es ist nicht schlimm, weil meine physischen Angriffe als Drache sind auch extrem stark. Und vor allem bin ich auch relativ resistent gegen alles, was mir so hier rüber einhauen will. Was bist denn du für einer? Awkward Jelly. Ach. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt keinem Cockatrice begegne. Weil wenn ich die beiße, dann versteinere ich. Soll ich hier ein bisschen was töten? Ein Mumak. Ach, und ich töte es einfach sofort. Kein Problem. Ja, und wenn man in ein Monster polymorphed ist, dann schmecken die Leichen nicht mehr terrible, sondern delicious. Und lustigerweise kann ich meine Lampe anscheinend immer noch halten. Warum auch immer. Ah, eine Schriftrolle. Prytosyny. Keine Ahnung, was die macht. Wir werden es ausprobieren später. Ach, das war eine Falltür. Ja, aber ich falle natürlich nicht rein, weil Drachen können fliegen. Schon wieder eine Polymorph-Falle. Aber ich werde nicht polymorphed. Okay. Junge, Junge, die sind hier aber massenweise vertreten. Tja, hätte ich mal einen Polymorph-Control-Ring, weil dann hätte ich auch mir aussuchen können, in welches Geschlecht ich polymorphen will. Und dann hätte ich mir ein paar Babydrachen erzeugt. Na wohl, ein paar. Einer hätte gereicht. Obwohl, wenn ich noch eine zweite Leine finden würde, dann könnte ich sogar zwei haben. Weil man kann halt in einer Hand jeweils eine Leine tragen. Was bist du? Ein Owlbear. Ja, das sind die stärkeren Versionen der Bären. Für einen Drachen nicht stark genug. Oh, okay. Jetzt bin ich schon übersättigt. Ich sollte jetzt aufhören zu essen. Sonst ersticke ich noch. Und was man vielleicht auch merkt, meine Lebenspunkte gehen mit jedem Gegner, den ich besiege, hoch. Das ist auch was Spezielles bei den Drachen. Ach, nö. Na, okay. Hat sich ausgedracht. Jetzt soll ich vielleicht meine Rüstung wieder anziehen. So. Die Schuhe, den Helm, ja, was, die Restrüstung. Nee, noch nicht. Da gehen wir besser erstmal zurück nach Mindtown und gucken, ob die verflucht ist. Weil das wäre nicht so schön, wenn ich jetzt wenn ich wieder wie im Samurai-Spielstand damals mit einer Cursed minus 3 Rüstung rumlaufe. Ein Red Naga. Oh, der mag mich. Okay, die sind auch chaotic und das heißt, die werden mich wohl nicht angreifen. Das ist schön. So, nach oben. Gibt es auf dieser Edelsteine noch Ebenen? Klar, auf dieser Ebene noch Edelsteine. Ach ja, das war meine Zauberschaft-Identifikation. Teleport, Invisible oder Cancel. Okay, hier ist nur Waffen und Rüstung. Da ist ein schwarzer Edelstein. Und zwei gelbbraune. Na dann. Rub den Touchstone auf P. Scratch Marks. Dann benennen wir P als wertlos. Und lassen ihn liegen. Was waren die anderen, die waren? Q, Groß Q. Also Rub auf den Touchstone, Groß Q. Scratch Marks. Gott, Q ist also auch nur Glas. Prima, das finde ich sehr gut. Okay. 5 Messer, also ein bisschen was. Nö, nichts weiter Wichtiges. Was ist hier?
Okay. Keine Edelsteine. Ups. Ach, ich vergesse mal wieder, dass das dieser Winzbraten da ist. Eine Nymphe. Ja, genau, die kenne ich ja schon. An der bin ich ja vorbeigekommen. Ich lasse sie trotzdem einfach mal in Ruhe. Ach, das ist ja nur der Helm. Ist das auch ein Edelstein hier? Anscheinend war es einer, denn jemand hat ihn mitgenommen. So, zurück in mein Town. Jetzt machen wir die Lampe wieder aus. Wo ich wieder vergessen habe, welchen Buchstaben sie hier auf. Klein W, okay. So, zum Altar. Und schön an den Wachen vorbei, dass wir nicht versehentlich in die reinknallen, weil das gefällt denen ja nicht. So. Da-da-da-da, der Altar von... Wer ist mein Gott? Z. Okay. Dann lassen wir hier fallen. Ja. Alles, ne? Und auch hier alles. Nicht verflucht. Der Mantel ist verflucht. Der Mithril-Panzer nicht. Ach, ich klicke das einfach mal alles weg. Ich sehe es ja dann im Inventar. So, Ankerst. Sieht gut aus. Okay. Also, das mitnehmen. Das mitnehmen. Alles mitnehmen. Den Mantel verkaufe ich dann einfach. So. Das heißt, wir ziehen jetzt an. Wo war die Rüstung auf Groß F? Jo, passt. Gut. General Store war da oben. Da werden wir jetzt mal den verfluchten Mantel verticken. Ach, ich darf mit der Spitzhacke da nicht rein. Auf welchen Buchstaben war die jetzt? Groß M. Okay. Jetzt darf ich rein. Weil mit der Spitzhacke könnte man sich ja aus den Wänden des Shops rausgraben und das mögen die nicht sehr und deswegen lassen sie einen gar nicht erst rein mit dem Teil. Okay. In diesem Sinne kriegst du jetzt meinen Mantel und den Flint oder Luckstone. Wir werden gleich erfahren, welcher es ist. Ja, den darfst du haben. Okay, er ist uninterested. Dann ist es ein Flintstone. Das heißt, wir benennen ihn Ja-ha als Flintstone. Und lassen ihn einfach hier. Brauche ich eh nicht mehr. Der ist tatsächlich sehr nutzlos. Den kann man höchstens auf Gegner schmeißen. Oh, ein Kobold. Ja, der hat ein paar Dartpfeile, naja. Und jetzt die Stichprobe. Bin ich giftresistent? Ja, ich bin tatsächlich giftresistent. Ach, wie schön das ist. Ja, ja, aufhören. Ich will ja nicht ersticken. Aber ich verdaue irgendwie sehr langsam. Habe ich da einen Ring an oder sowas? Nö. Es gibt einen Ring, der verlangsamt die Verdauung. Das heißt, man muss weniger essen. Das ist sehr, sehr nützlich. Okay, dann gucke ich mal, gab es da noch weitere Zwergenmäntel? Ach ja, und diese Falltür da. Da nehme ich jetzt mal meine Spitzhacke und grabe mich hier durch die Wand. So, offen ist sie. Und da ist ein Loch. Naja, Windscherz. So, wieder zurück zum Schwert. Die Schriftrolle da mitnehmen. Okay. Dann hier mal gucken und hier mal looken. Und da ist nichts mehr. Ach, jetzt bin ich in die Falltür gelaufen. Naja, nicht schlimm. Ich wollte sowieso wieder nach unten. Aber ein Mantel wäre nicht schlecht. Hey, Edelsteine! Und dieser schwarze Edelstein da scheint doch sehr nicht wertlos zu sein, oder? Ja. Mal die Stichprobe. Rub I, groß W. Hä? Anscheinend doch. Okay. Das ist ja seltsam. Na egal. Nochmal Rub und I und Groß V. Und die sind auch wertlos. Jo. Das ist aber komisch. Da hatte ich doch vorhin noch schwarze Edelsteine, die auch als wertlos galten, oder? Gibt es etwa... Das kann ja gar nicht sein, oder? So, den Mantel mitnehmen. Mich hier mal durchgraben. Krack, so, damit ich hier ja nicht mehr immer drum rumlaufen muss. Die Nymphe lassen wir in Ruhe. Dann gucken wir mal, ob der Mantel verflucht ist. Oh, Ameisen. Zack, zack. Und die andere flieht. Und eine Vampirfledermaus. Keine Sorge, die ist nicht so gefährlich wie ihr tatsächliche Vampire. Aber sie ist halt ein bisschen störend. Zurück in mein Town. Mal gucken. Kann ich diesen Mantel denn gefahrlos tragen? Tada, da bin ich wieder. So, der Mantel war jetzt auf Groß X. Ja, kann ich. Dann tun wir das auch gleich. So, und damit ist unsere Rüstung erstmal vor fiesen Rostfallen geschützt. Nicht so wie unser Schwert, das ja schon was abgekriegt hat.
Und jetzt lasse ich ein paar Schriftrollen in diesem General Store da hinten fallen und gucke. Erstmal muss ich meine Spitzhacke wieder ablegen. Ob eine davon vielleicht nur 20 oder so kostet, dann ist es nämlich die Identify Scroll. Na gut, einfach mal auf gut Glück. Werfen wir mal alle Scrolls hier weg. Eblib Illo, 100. Nö. 50, nee. 50, nee. 100, nee. 25. Ah, nee, nee, ist es auch nicht. Weil er kauft sie immer zum halben Preis. Oder? Also, entweder der Kaufs- oder der Verkaufspreis war von meinem Charisma abhängig. Und mein Charisma ist sehr niedrig. Ich weiß aber nicht mehr, welcher es war. Okay, 10. Das ist der Identify-Scroll. Garantiert. So, auf welchem Buchstaben war der jetzt? Ach, ich habe ihn ja fallen lassen, ich Trottel. Lapgex, wenn sie war das, ne? Vielleicht auch nicht. Was ist denn jetzt los? Es war doch U, oder? Ja. Gut. Name, nein, U. Und er ist der Identify-Scroll. Eieiei, was für ein... da war ich aber gerade verwirrt. Lesen wir doch mal. Identify, wusste ich's auch. Gut, was identifizieren wir als erstes? Ich würde sagen, eine der anderen Schriftrollen, ne? Könnte ja sein, dass da was bei rauskommt. Nehmen wir mal Groß C. Create Monster. Okay, Groß O. Licht. Okay, die Scroll of Light brauchen wir nicht. Und das heißt, wir werden sie jetzt in diesen, Brunnen hier tauchen. Ja. Zing. Und damit ist der Scroll blankiert. Und ich kann ihn jetzt quasi beliebig neu beschriften. Und jetzt lesen wir hier drin mal den Create Monster. Obwohl ich vielleicht eher versuchen sollte, ihn zu verfluchen, weil dann werden mehr Monster generiert. Ich würde gerne jetzt auf diesem Altar möglichst viele gefallene Feinde opfern und dann ein Geschenk von meinem Gott erhalten. Und da ist ein Dust Vortex. Ja, der blendet mich jetzt. Ist mir doch egal. Ist mir vielleicht doch nicht egal. Jetzt sehe ich ja nicht mehr. Jetzt kann ich wieder Freund von Feind nicht unterscheiden. Aber es hat sich ja schon wieder erledigt. Da oben ist eine Nymphe. Ja, gut, die könnte ich natürlich auch erledigen und opfern, aber da ist wieder die Gefahr, dass ich sie durchs ganze Level jagen muss. Und das ist mir ehrlich gesagt zu doof. So, ein bisschen Ameisen schlachten. Bisschen Nymphe. Ach, die ist ja schon wach. Wieso bist denn du wach? Ach, okay, das war's schon. Kann ich sie tragen ohne... Mal gucken, ob ich schnell genug zum Altar zurückkomme. 50 Züge habe ich. Also bei 87 ist zu spät. Das wird nix. Na? So. 3, 4, 5, 6. Genau 87. Und... Kann ich sie hier noch opfern? Nein, scheiße. Ach Gott, das ist gemein. Ja, dann lasse ich sie einfach hier liegen und faule wohl. Ja, also man sollte die Monster, die man opfern will, tatsächlich direkt am Altar herbeschwören, weil so wird das einfach unglaublich frustrierend. Was war das jetzt mit diesen Edelsteinen da hinten? Die hatte ich schon, oder? Ja, die sind schon benannt. Oh, Soldier Ants, die stärkeren Versionen der Ameisen. Beziehungsweise die stärksten Ameisen überhaupt. Und es sind auch sehr viele. Oh, ich bin wieder in meinem Waffenskill hoch. Okay. Most skilled jetzt. Das heißt, weiter kann ich gar nicht mehr hoch. Und das heißt, wir prügeln diese Ameisen jetzt einfach mal in die Steinzeit. Wo sind sie denn? Schon alle tot? Das war's schon? Glaube ich ja nicht. Red Nagel, greifst du mich jetzt an? Ach so, Hatchling. Ja dann. Tschüss. Ah, und keine Feuerresistenz. Schade, schade. Ja genau, Black Gem named Worthless. Komisch. Komisch. Ah, muss aber einer verstehen. Oh, ein kleiner Mimik. Wie gemein. Wie gefährlich. Wie tot. Stripe Ration, bla bla bla, grauer Stein. Aber der ist noch gar nicht benannt. Habe ich was falsch gemacht? Das ist aber kein Lodestone, ne? Rub. Nein, nicht. Run. Rub. Klein H. Und A. Scritch, Scritch. Ist auch ein Touchstone. Wieso ist er dann nicht benannt als solcher?
Vielleicht ist er ja verflucht. Oder gesegnet. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ob Name da Unterschiede macht. Anscheinend schon. Naja, egal. Dann müssen wir also maximal 3 von denen. Ach, dann mache ich das doch gleich. Wieso? Hallo? Oh, ein Golden Naga. Und? Was kriege ich von ihm? Nichts. Benennen wir ihn einfach mal so. Ja, H ist auch ein Touchstone. Es gibt auch einen ganz fiesen Trick, weil es gibt ja, ich glaube sogar, es ist das, Quest-Artefakt meines Charakters. Das ist auch ein Feuervortex. Nein, es ist natürlich kein Feuervortex, sondern es ist ein Luckstone. Da gab es so einen Trick, dass man einfach jeden Stein, den man findet, diesen Namen gibt, also den Namen des Artefakts, weil dann wird das nicht klappen. Denn man darf Gegenstände, man darf Basisgegenstände nicht so benennen wie die Artefakte, auf denen sie. Naja, verstehst schon. Wie die Artefakte, die die gleiche Gegenstandsklasse haben. Und der hat gerade eine verfluchte Waffe ausgerüstet. Armer Kerl. Und das ist wieder ein grüner Edelstein. Den wir gleich so gleich auf unserem Touchstone schmieren. Okay. Name. Ja, M. Und es ist ein wertloses Stückchen Glas. Und da wirft jemand mit Messern. Und ich höre was ratschen. Das heißt. Nichts wie weg! Oh mein Gott, nein! Oh! Alter! Ey! Das war auch die falsche Strategie. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich hätte zu ihm hinrennen müssen, weil wenn man direkt neben ihm steht, dann wird er diesen Strahl nicht mehr einsetzen. Da ist garantiert irgend so ein läppischer kleiner Kackgnom auf eine Polymorph-Falle getreten und dann zu einem schwarzen Drachen geworden. Die haben leider diesen blöden Disintegration-Strahl. Der erste Treffer löst die ganze Rüstung auf, der zweite löst mich auf und damit bin ich jetzt gestorben. Das ist halt sofortiger Tod und das ist ja wohl zum Kotzen. Ey, das ist wirklich gemein. Was macht man denn dagegen? Naja, ich habe meine Frage ja schon selbst beantwortet. Ich hätte hinrennen müssen. Hilfe! Alter Schwede. Na gut, was hatten wir denn alles dabei? Lauter lustige Sachen. Ah, Scroll of Amnesia, Teleportation, Confuse Monster, Create Monster, Blank Paper. Ja genau, das war der, den ich dann eben in den Brunnen getaucht hatte. Und ich habe auch nur noch meine Schuhe und meinen Helm an. Alles andere wurde aufgelöst. Von diesem ersten Treffer. Ja komm, ey, das ist ja wohl... Hätte nicht wenigstens ein anderer Drache werden können? Ich meine, die sind eh schon stark genug, aber dann auch noch ein Schwarzer, also... Ja. Gemeinheit. Cancellation. Ach, das... Ah, ich bin so dämlich daran, wenn ich das gewusst hätte. Wenn's... Ich habe ja nur gewusst, es ist entweder Teleportation oder Unsichtbarkeit oder Cancel. Und Cancel hätte halt dem Drachen verboten, seinen Strahl zu schießen. Boah, wie gemein. Mann! Gut, Attribute. Giftresistent, schnell. Lucky, tatsächlich. Dead. Wir haben gerade mal 154 Kreaturen erwischt. Yeah, wir waren nur auf Level 9. Also, ach, komm, das ist ja wohl... Ein Witz ist das. Ja, killed by a blast of disintegration. Juhu! Normalerweise werden diese Drachen erst generiert, wenn man entweder schon eine Reflexion hat oder... Ich weiß nicht. Schnell genug an sie rankommt, damit sie einen nicht zerlegen. Also ich habe in keiner meiner Partien bisher schwarze Drachen getroffen, bevor ich eine Möglichkeit hatte, ihre Strahlen auf sie zurückzuschießen. Ja, das war also die vierte Partie. Juhu. Was ist denn eigentlich die nächste? Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich muss mal auf der Liste nachgucken, was die nächste Klasse sein wird, die ich dann spiele. Aber es wird auf jeden Fall was Schwereres sein. Bis zum nächsten Mal. Schnüff. Wo sind wir eigentlich in der Highscore-Liste? Immerhin auf Platz 17. Yeah, mit 15.162 Punkten. Das ist ja wunderbar. Ach. Ach ja, direkt über unsere ersten Let's Play-Partie, wo ich in die Dartfalle gerannt bin. Ja, das war's. Mano. Gut, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.